Hallo und Servus, hier ist der HNPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Für den heutigen Freitagspodcast habe ich mir natürlich wieder einen besonderen Gast eingeladen, nämlich Peter Zollinger. Er ist Leiter Impact Research bei der Globalance Bank in Zürich, aber auch bei Globalance Invest in München. Wir zwei sitzen hier kurz bevor eine Veranstaltung von Globalance Invest in München losgeht. Dort geht es um die Zukunft des Ernährungssystems. Und genau darüber wollen wir auch gleich so ein bisschen sprechen, über die Themen, die uns künftig befassen werden und die Stiftungen dann natürlich einmal ob ihrer täglichen Arbeit auf der Zweckseite, aber auch im Vermögen künftig wahrscheinlich in irgendeiner Weise tangieren werden. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, meine Frage, lieber Herr Zollinger, Leiter Impact Research. Erstens, wie wird man das? Und zweitens, was macht man da? Herzlich willkommen im Freitagspodcast. Danke für die Einladung. Also es ist spannend, die anderen Banken oder Vermögensverwalter kennen diese Funktion überhaupt nicht. Von daher, wir setzen uns damit auseinander, für jede Anlage genau zu verstehen, was das in der realen Welt bewirkt. Mhm. Und in meinem Fall bedeutet das 30 Jahre an der Schnittstelle Unternehmertum, Nachhaltigkeit auf allen Seiten der Gleichung, also sei es mit großen multinationalen Konzernen als Berater, eigene Denkfabrik, die sich mit diesen Themen auseinandersetzt, und fast 10 Jahre mit Unternehmerpersönlichkeiten, die schon in den 90er Jahren das Thema initiiert hatten. Was, wenn Sie mit Unternehmerpersönlichkeiten gesprochen haben, wenn Sie damals und heute mit denen sprechen, wie hat sich das im Laufe der Zeit verändert, diese Diskussion rund um Impact, rund um Nachhaltigkeit? Ja, wir haben einen großen Weg zurückgelegt. Es war in den ersten, sage ich mal, 10, 15 Jahren die Hauptdiskussion, gibt es hier überhaupt einen Business Case? Also das Übersetzen von diesen globalen Themen in die Sprache des Unternehmers. Ich selber bin ja Ökonom. Damit man versteht, wo sind die Schnittstellen, wo sind die Wechselwirkungen mit Geschäftsmodellen, mit der zukünftigen Strategie. Am Anfang wollten die Entscheidungsträger, dass man das berechnet. Heute ist es eigentlich gegessen. Also heute ist klar, dass diese Themen wesentlich sind. Aber heute ist die Frage, was machen wir jetzt? Ob es jetzt Automobilindustrie ist oder Energiesysteme oder Ernährungssysteme, da kommen so große tektonische Veränderungen auf alle zu, dass es jetzt ganz strategische Diskussionen geworden sind. Also nicht mehr ist das wichtig, sondern ja, es ist wichtig, was mache ich? Wenn Sie jetzt von tektonischen Verschiebungen sprechen, das ist ja jetzt nicht so, da wird eine kleine Veränderung stattfinden in irgendeiner Marginalie, sondern da sprechen wir von einer großen, von einer sehr großen, von einer uns alle betreffenden Veränderung. Und jetzt, wenn wir diese Veränderung mal ein bisschen versuchen zu greifen, wo glauben Sie, wird die Veränderung vor allem stattfinden? Ja, ich möchte Sie insbesondere noch abgrenzen von Modetrends. Die sind morgen wieder vorbei. Und das Spannende an diesen lang anhaltenden Entwicklungen ist, dass man sie sehr gut prognostizieren kann. Also ich habe zwar keine Kristallkugel, aber ich weiß genau, wie viele Menschen in 20 Jahren über 65 Jahre alt sein werden in Deutschland. Und die sind heute 45. Genau. Also, das hilft einem eigentlich, dass man da weniger überrascht wird. Global haben wir es insbesondere mit Entwicklungen zu tun, die alle gleichzeitig passieren und immer schneller. Das ist das Problem, dass alles das irgendwie... Das macht es einfach kompliziert und das macht es wirklich anspruchsvoll. Also ich gebe Ihnen Stichwort Ressourcenknappheit, Stichwort Energiewende, Stichwort Urbanisierung, also immer mehr Menschen in den Städten. Wir sprechen ja heute über Ernährung. Also wie werden wir 10 Milliarden Menschen gesund, preiswert ernähren, ohne dass wir unsere natürlichen Ressourcen übernutzen. Da sind fast alle Branchen betroffen. Das Thema Energie, ich habe neulich, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber wir Deutschen machen die dümmste Energiepolitik der Welt. Stimmt das? Ist das, was wir machen, ambitioniert? Ist es falsch? Wo sind wir da auf diesem Weg? Also das ist eine Frage, die man sich momentan so am Stammtisch bei uns gerne stellt. Ja, ich finde es sehr positiv, dass die Politik vorausgeht, dass man auch Leadership zeigt. Man kann sich dann darüber streiten, wie genau man das macht, ob das jetzt ökonomisch alles so effizient wie möglich gemacht worden ist. Unterdessen macht die amerikanische Administration auch Industriepolitik. Also es wird eigentlich ein Standortwettbewerb, wer das macht. Ich glaube, Deutschland ist voraus, aber hat das mit sehr viel Kosten verbunden quasi erreicht.
und muss es jetzt noch konsequenter umsetzen. Also grundsätzlich die Richtung stimmt. Es gibt aus Ökonomensicht noch viele Instrumente, die wir leider politisch noch nie den Mut hatten einzusetzen. Welche wären das? Haben Sie da ein Beispiel für uns? Also konkret zum Beispiel ein Preis auf CO2 weltweit. Würde sofort die Entscheidungen verändern. Also die EU macht ja vorwärts und hat ein EU-Handelssystem und das hat Wirkung. Das war ja, glaube ich, Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er, sogar in Deutschland mal angedacht, dass wir einen Preis für CO2 setzen. Ne? Gut, und der sollte sukzessive wachsen und dann automatisch hätten sich Geschäftsmodelle verändert. Ja, wir haben es eigentlich. Also es gibt ja dieses Handelssystem, nur waren die ersten 10 Jahre die Preise zu tief, um zu lenken. Aber unterdessen kostet die Tonne CO2 100 Euro. Also jetzt beeinflusst das Entscheidungen und Investitionspläne. Andere Länder kennen das jetzt auch, aber wenn Sie mich fragen, es wäre schlauer gewesen, wir hätten das global, aber das ist realpolitisch nicht machbar. Aber das wäre dann eine globale Marktlösung gewesen und keine Regulierungslösung im Sinne von, wir verbieten bestimmte Dinge, um Ziele zu erreichen, sondern wir lassen den Markt das entscheiden. Das ist schon, glauben Sie, dass das der bessere Mechanismus ist am Ende? Ich glaube, es wäre effizienter. Oder? Ob es rechtzeitig geschehen würde, das wissen wir nicht. Das ist Kristallkugellesen, aber es wäre sicher ökonomisch effizienter. Aber im Moment haben wir einen Wettbewerb der politischen Ansätze und Lösungen und das ist ja auch gut. Dann gibt es Regionen, die da schneller vorwärts kommen und dann werden andere das kopieren. Jetzt hören wir heute Abend viel über das Thema Ernährungssystem der Zukunft. Das Thema Ernährung geht uns alle an. Wir müssen essen, wir müssen Nährstoffe zuführen. Wir machen uns aber auch sehr viele Gedanken, ob das Ernährungssystem, wie wir es bisher hatten, ob das irgendwie noch in die Zeit passt. Ich nehme heute Abend sicherlich die Botschaft mit, dass das, so wie wir es bisher gemacht haben, so künftig nicht mehr gehen wird. Das hat demografische Gründe, aber auch viele andere Gründe. Ist das eines dieser wirklich ganz markant großen Themen, die wir angehen müssen? Wir werden mehr Menschen auf der Welt, müssen die natürlich ernähren, aber wir müssen uns insgesamt auch besser ernähren und vor allem dürfen wir so viel Ausschuss zu produzieren und auch unfassbar viele Ressourcen einzusetzen, um ein Stück Fleisch zu produzieren. Ich glaube, das ist vorbei. Kann das sein? Also im Moment steigt der Fleischkonsum weltweit. es gibt viele Länder, wo das ein Teil des Entwicklungserfolgs ist, dass man plötzlich Kaufkraft genug hat, um Fleisch zu essen. Also die Tatsache ist einfach, dass der ganze Komplex Landwirtschaft, Ernährung im Moment nicht nachhaltig funktioniert. Sei es Klimawandel, sei es Biodiversität, sei es die Qualität der Böden. Wir sind dabei, unsere Existenzgrundlage kaputt zu machen. Ja. Das haben alle erkannt. Jetzt ist die Frage auch dort, wie man das am besten macht. Und wissen Sie, an vielen Orten auf der Welt wird noch nicht einmal gemessen, wie viel Wasser verbraucht wird. Das zeigt eigentlich, wie heterogen und wie dezentral quasi diese Systeme funktionieren. Einerseits hat es Regionen in der Welt, wo die Leute noch zu wenig zu essen haben. Und auf der anderen Seite haben wir viele Regionen, wo wir zu viel Kalorien konsumieren und die falschen. Und da gehören wir dazu? Gehören wir dazu. Wir haben also eine Epidemie an Übergewicht, an krankhaftem Übergewicht mit allen nachfolgenden gesundheitlichen Problemen. Adipöser Habitus, wie das dann heißt. Springt, genau. Also in diesem Sinne sehr spannend, aber und um das klar zu machen, es geht quasi nicht nur um mehr vegan oder mehr Bio, sondern es geht in erster Linie darum, die konventionelle Produktion von Nahrungsmitteln einfach auch kontinuierlich zu verbessern. Ja. Also den Wasserverbrauch zu senken, Pestizidverbrauch zu senken, Düngerverbrauch zu senken. Und das kann man, indem man auch dort politisch die richtigen Anreize setzt, aber andererseits auch über Technologie. Also machen es, tun es am Ende des Tages die Unternehmen. Ja, und über das Bewusstsein. Und da müssen die Unternehmen treuhänderisch für uns Konsumenten aktiv werden. Sie wissen viel mehr über die Zusammenhänge und sie können nicht warten, bis die Verbraucher das wirklich einfordern. Und das Thema zum Beispiel Wasser ist ja nur ein Aspekt, wie wir das Ernährungssystem der Zukunft besser bauen. Glauben Sie, dass das in den Griff zu kriegen ist, also mit besserer Berieselung? Oder haben Sie da also vielleicht ein Beispiel, wo man das ein bisschen anschaulich machen kann? Ja, also Wasser ist ja eines dieser Themen, die sind sehr lokal und sehr regional. Also ganz im Gegensatz zum Klimawandel. Also eine Tonne CO2 irgendwo auf der Welt emittiert, hat die gleiche schädliche Wirkung, aber 1000 Liter Wasser verbraucht in der Wüste von Las Vegas hat nicht die gleiche Wirkung wie
in den Alpen. Und wir sitzen hier gerade bei strömenden Regen, da haben wir nicht das Gefühl dafür, ne? Also dass wir jetzt zu viel Wasser verbrauchen. Aber es ist sicher so, dass die Abnehmer, die noch vor 15 Jahren die Rohstoffe an einer Börse gekauft haben und sich nicht um die Produktion gekümmert hatten, heute Verantwortung übernehmen müssen bis zum Bauern. Und das heißt, den Bauern eben auch unter die Arme zu greifen mit Finanzmitteln, aber auch mit technischen Lösungen, mit Ausbildung und dann auch mit den entsprechenden Anreizen, also Effizienzzielen im Zusammenhang mit Wasser. Also in vielen Weltregionen ist das Thema Wasser in der Landwirtschaft zu oberst auf der Traktandenliste. Okay, okay. Und haben Sie Hoffnung, sind Sie konstruktiv, dass die Technologien, die da sind und die vielleicht auch in Entwicklung sind, dass die ausreichen, um diese Probleme, die da sind, zu lösen, diese Herausforderungen zu schultern, so wie ich es mal nenne? Ich will nicht immer von Problemen reden. Ja, wir Menschen haben so eine Fähigkeit, wenn es dann wirklich eng wird, dann handeln wir dann doch. Mhm. Also ich sehe im Moment sehr viele Maßnahmen, die in den Nahrungsmittelwertschöpfungsketten getroffen werden, die in die richtige Richtung gehen, zu langsam. Mhm. Wenn die Krise sich verschärft, wenn das akuter wird, dann wird sich das beschleunigen. Also da bin ich zuversichtlich. Was ist denn noch ein anderes Thema, wo Sie sagen, also das ist, wenn Sie tektonisch, um nochmal bei diesem Bild zu bleiben, tektonische Verschiebung, tektonische Veränderung, was ist denn ein zweites Thema, wo Sie sagen, also mit dem müssen sich, und da schließe ich dann Stiftungen ein, wir alle müssen uns um dieses Thema bemühen und wir müssen das da auch in der Kapitalanlage abbilden, denn wir müssen genau jene mit Kapital bedenken, die besonders verantwortungsvoll mit zum Beispiel Ressourcen umgehen. Ja, also ein großes Thema ist ja Klima, die Veränderung des Klimas. Das betrifft fast alle Sektoren, Transport, Energie zuerst. Wir wissen eigentlich, mit welchen Technologien wir dieses Thema in den Griff kriegen. Wir wissen auch, mit welchen politischen Steuermechanismen wir das beschleunigen können. Was wären das für Mechanismen? Also neben CO2-Preis, was brauchen wir noch? Ja, es braucht im gewissen Sinne braucht es dann für gewisse Tätigkeiten einfach Verbote. Mhm. Also bei mir jetzt in meinem Heimkanton Zürich werden jetzt die Ölheizungen verboten in 5 Jahren. Mhm. Kann man das beschleunigen? Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss unter Umständen, dass der Ölpreis fällt, weil die Nachfrage fällt. Und das macht natürlich Öl dann wieder attraktiver, zum Beispiel als Verbrennen von Treibstoff. Oder kann das sein? Gut, das ist vielleicht ein bisschen zu einfach, das Bild. Aber der Ölpreis, der wird nicht nur abhängig davon sein, wie schnell wir das alles umstellen, weil da finden noch ganz andere Mechanismen statt. Aber es ist sicher so, dass wir Öl aus dem System nehmen wollen, lange bevor es kein Öl mehr gibt. Mhm. Also das ist jetzt klar. Mhm. In diesem Zusammenhang ist aber wichtig, dass wir auch die soziale Gerechtigkeit des Umbaus nicht aus den Augen verlieren. Also dieses Just Transition heißt das. Also wir haben das gesehen, wenn dann zu schnell Energiepreise in die Höhe schnellen, dann werden diejenigen, die heute schon mit Mühe sich finanzieren können, zuerst betroffen sein. Da gilt es, das zu beachten und mitzuhelfen, diese Übergangszeit mit entsprechenden flankierenden Maßnahmen gerechter und verträglicher zu gestalten. Und unter Umständen haben da auch Stiftungen eine Rolle zu spielen, weniger mit ihrem eigenen Vermögen als Teilnehmer im politischen Diskurs, um aufzuzeigen, was an Plänen und an Maßnahmen nötig ist. Ja, manchmal vielleicht auch so als Think Tank, der von der Seite auch mal einen bestimmten Impuls in den politischen Diskurs gibt. Also das ist das, was wir so ein bisschen für den Stiftungsbereich uns erhoffen, erwarten, auch hier und da schon sehen, dass das tatsächlich auch passiert. Mhm. Also da haben Stiftungen, glaube ich, eine Rolle, die sie auch noch ein bisschen mehr mit Inhalt füllen können, ja, sage ich mal. Aber da ist definitiv was da. Wenn wir das jetzt mal übersetzen, Sie haben am Anfang gesagt, Sie haben viel mit Unternehmen gesprochen. Mhm. Woran erkenne ich denn, das ist vielleicht eine Frage, die sich schwer beantworten lässt, aber woran erkenne ich ein Unternehmen, das sich schon dieser Verantwortung bewusst ist? Ist dann der ESG-Report besonders dick? Sind das nur große Unternehmen oder woran kann ich das eventuell festmachen? Weil das wiederum ist ja eine ganz wichtige Frage, wenn ich als Stiftung künftig mein Kapital zum Beispiel allokiere, dann möchte ich eigentlich genau bei denen unterwegs sein, die besonders verantwortungsbewusst umgehen. Ne? Also ich würde zwei Antworten geben. Die eine für Fachpersonen, weil es nicht so ein einfaches Thema ist. Da kann man tatsächlich heute mit sehr viel besseren Daten prüfen, ob da Taten und Worte übereinstimmen. Aber ich kann auch
Laien, sage ich mal, informierten Laien einfach einen Tipp geben, es lohnt sich zum Beispiel so als vereinfachten Zugang einmal zu sehen, wie der Geschäftsführer, wie der Finanzchef eines Unternehmens gegenüber seinen Investorinnen und Investoren kommuniziert. Wenn man da feststellt, dass diese Themen, sage ich mal, überhaupt vorkommen und dass sie an der richtigen Stelle vorkommen, dass sie nicht ignoriert werden, hat man den Hinweis, dass dort wahrscheinlich aus einem Guss gedacht wird. Und das ist ein Anzeichen, dass es Firmen quasi begriffen haben. Mhm. Also nicht aus falsch verstandener politischer Korrektheit ein Thema überbetonen, sondern einfach dort, wo es um die Sache geht, wo sie erklären wollen, wie ihr Geschäft in Zukunft aufgestellt sein soll. Mhm. Wenn man dort die Themen wiederfindet, ist das ein gutes Zeichen. Zu mir hat mein Stiftungsvorstand gesagt, ich gucke mir immer an, wie ein Fondsmanager, der mir einen ESG-Fonds verkaufen will, wie der zu mir kommt. Kommt er mit dem Taxi oder kommt er mit dem SUV oder kommt er mit der S-Bahn und läuft dann noch die 5 Meter zu mir ins Büro? Ja, sehr schablonenhaft, gebe ich zu, aber... Ich bin auch mit der Bahn hier, aber ich bin da immer ein bisschen hin und her gerissen. Wie viel Konsequenz sollen wir denn von uns allen einfordern? Ja, wir alle, die wir hier in Europa leben, haben sowieso einen zu großen Footprint. Aber vielleicht wichtiger ist, dass wir alle, die wir über Vermögen mitentscheiden dürfen, sei es als Stiftungsrat oder sei es jetzt in meiner Rolle als Berater, dass wir uns bewusst sind, das Finanzsystem braucht Eigentümerinnen, Eigentümer, die Verantwortung übernehmen, die sich interessieren, die insistieren, dass sie besser informiert werden. Also der Tipp da, gehen Sie zur Bank, zum Vermögensverwalter und verlangen Sie sachlich Transparenz, quasi überzeugende Offenlegung und nicht nur farbige Prospekte. Und eben vor allem nicht nur, das sieht man ja heute immer noch in vielen, vielen Depotauszügen, da ist einfach nur eine Performance-Übersicht, dann wird ein Kuchen gezeigt, wo das Geld angelegt ist und das war's. Ja. Also so, und das ist dann der Jahresbericht und anhand dessen wird dann Entscheidungen getroffen, die gegebenenfalls dann für die nächsten Jahre dann so stehen. Das heißt, da ist der Diskurs völlig falsch aufgehangen. Ja, genau. Also er hat nicht die Komplexität, die er eigentlich braucht. Genau, deshalb lohnt es sich, dass man die Wirkungskette verstehen will und auch fragt, wo ist mein Kapital investiert, was leistet es dort und wie könnt ihr mir das beweisen? Mhm. Und auf Ihre vorherige Frage zurückzuführen, es ist leider nicht die gleiche Frage, die ESG beantwortet. Mhm. ESG ist eine Risikoperspektive, die beantwortet einfach, gibt es Nachhaltigkeitsrisiken für mich, für die Stiftung, für die Rendite. Aber wenn wir verstehen wollen, was leistet mein Kapital, ist das eine ganz andere Frage. Innen- und Außensicht. Und da braucht es andere Ansätze, andere Metriken und da braucht es einen anderen Dialog. Und diesen Dialog haben wir heute angefangen zu führen, lieber Herr Zollinger. Peter Zollinger, Leiter Impact Research bei der Globalance Bank in Zürich und auch bei Globalance Invest in München. Ich danke Ihnen sehr, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen über die großen Themen, die uns künftig bewegen werden, über die Zukunft auch entscheiden werden, zu sprechen. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für unseren Freitagspodcast. Das Vergnügen war meines. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Natürlich gibt es jeden Freitag eine neue Folge Freitags-Podcast Ahoi MPO. Reichen Sie auf www.stiftungenstärken.de und überall da, wo es Podcasts gibt.